Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 in Grow Level Up Projekt, meine lieben Freunde. Und wir sitzen hier am unserem Hof. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir haben ja den... Oh, scheiße, falsche Szene. Entschuldigung, Leute. Grow Life, so. Warum kommt meine Cam nicht? Ah, so. Da haben wir schon unsere Cam am Start, meine lieben Freunde. Und ja, ich würde mal sagen, auf geht es, ernten geht an. Cordula. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ja, gut, danke. Und dir? Ich kann mich nicht beklagen. Schön, das freut mich. ernten? Drescher ausleihen? Was ist blau? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich mache hier gerade einmal fix Heu für unsere Kühe. Ja. Weil das hatte ich beim letzten Mal alles hier schon hingestellt. Dass du es übrigens mal gehört hast, ich lasse den Wender jetzt mal hier hinten am Kuhstall stehen, ja? Weil ich glaube, hier werden wir den ja potenziell immer brauchen. Gehe ich auch von aus, ja. Genau, okay. Ja, ich schmeiße jetzt einmal kurz in den Stall Heu und dann würde ich sagen, dass wir... Ja, ernten. Ja. Die Frage wäre nur, was wir... Eine Sache, was wir klären müssen. Ja. Wir haben ja bisher kein Silo. Ja. Wir können... Also ich würde sagen, dass wir mit der Ernte der Sonnenblumen anfangen, weil die Sonnenblumen werden wir verkaufen. Das heißt, durch die Sonnenblumen, durch den Verkauf werden wir ein Level abgeben, wodurch wir uns das Silo holen könnten. Wir könnten aber auch mal nachfragen bei der Hohen Kammer, ob die Möglichkeit besteht, dass wir unser Getreide irgendwo einlagern können. Weil also, andere Teams lagern ja auch Ballen ein beim Händler und so. Genau, und das wäre ganz gut, weil dann könnten wir den 10% XP-Perk beim nächsten Mal nehmen und dann verkaufen, oder? Könnten wir auch machen, theoretisch. Dann würden wir nochmal mehr XP bekommen. Ja, könnten wir auch machen. Also, genau, vielleicht sollten wir das einmal nachfragen, gleich, wenn die Hohe Kammer frei ist. Ja. Soll ich mich darum kümmern? Möchtest du das machen? Sollen wir zusammen hingehen? Wie möchtest du das machen? Lass uns mal zusammen hingehen, also, weil ich wäre ganz gerne dabei, weil ich habe gehört, dass diese Frage wurde wohl schon häufiger gestellt und es wurde abgeschmettert. Aber deswegen wäre ich ganz gerne dabei, wenn man darüber spricht. Ja. Okay. Das machen wir. Ja, soll ich dann schon mal den Drescher leihen? Ich bin nämlich schon beim Händler. Genau. Geh zum Händler, leih den Drescher. Ich würde ihn als erstes, wie gesagt, mit dem Sonnenblumen, also mit dem Maisgebiss, leihen. Weil wenn wir nicht einlagern dürfen, dann sollten wir die halt als erstes verkaufen, damit wir ein Level abgehen dadurch. Ja, machen wir so. Okay, super. Dann hören wir uns gleich. Hallo. Hallo. Ah, der schon Beule. Entschuldigen Sie bitte. Ach, alles gut. Alles gut, mein Freund. Wo ich Sie gesehen habe, habe ich mich direkt verschluckt. Das glaube ich, bei so einer wunderschönen Schönheit wie mir. Ja. Da bleibt mal kurz die Spucke weg. Naja, zum Glück verstecken Sie sich ja noch in einem Bienennetz. Sonst wäre es mir noch mehr, sonst wären wir noch andere Sachen hochgekommen. Was haben Sie denn? Wie kann man Ihnen helfen? Hör mal zu. Du siehst aus wie einer von den Looney Tunes hier. Wie heißt der, der immer mit rumballert? Weiß ich nicht. Der hier, der Rothaarige mit der Cowboy. Ich gucke keine Kinder. Sam oder so? So siehst du aus. Du machst hier eine riesen Mucke, Junge. Ich bin nicht so der Freund von Kinderfilmen, wissen Sie. Oder haben Sie sich am Champagner verschluckt? Ja, eher das. So, erzählen Sie mal. Ich brauche meinen Drescher. Demon. Drescher? Ja, wir haben das Perk ausgewählt, dass wir heute eine Maschine ausleihen dürfen. Ach so. Und ich würde da ganz gerne den Drescher halt ausleihen, der uns dafür zur Verfügung gestellt wird. Und mit einem Maisgebiss, bitte. Ja, dann müssten Sie mir sagen, welchen. Ach, dürfen wir uns aussuchen, oder was? Ja, nehmen wir den größten, den es gibt. Oder, Henrik? Johann, ich glaube, ich habe gedacht, dürfen doch aussuchen, oder? Ja. Ach so. Ja, hör mal. Mietgerät ist Mietgerät, also. Aber, Herr Beule, das, was Sie mieten, das ist gemietet. Also schauen Sie die Beschreibung genau an, dass Sie ja das Richtige erwischen. Dann sagen Sie mal, was Sie haben wollen. Wie, ob ich das Richtige erwische? Komm, gib mir mal den Fendt Ideal Paralevel. Paralevel. Ja, mit dem... 8 PL, 9 PL, 7 PL. Was PL? Ja, Motorausführung. Ja, der höchste natürlich, Junge. Power muss sein. Höchste, okay. GPS? Ja, mach mal rein, du. Mach mal rein. Reifen werde ich Standard, vermute ich mal. Oder Breitreifen? Ja, lass mal Standard, brauchen wir nichts, du. Standard, gut. Dann mieten wir den. Dann bräuchten sie ja noch ein Maisgebiss, haben sie gesagt. Ja, ne? Da hätte ich ganz gerne das Diamant 8, bitte, von Capello. Genau, ja gut, das ist auch das, was dazu passt. Ja, wir hätten aber heute noch andere Sorten zum Dreschen. Da kann ich ja ruhig wechseln, ne?
Das müssten sie mit der hohen Kammer ausmachen. Ja, habe ich gerade schon. Haben sie schon? Ja, ich glaube, das ist kein Problem. Also bei den Geräten. Sehe ich nämlich auch so, das hat kein Problem ergeben, ne? Das, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon das Thema. Ja, also sagen sie einfach dann Bescheid. Ja, kommen sie einfach nochmal vorbei, sagen sie Bescheid und dann kriegen sie ihr Powerflow 30 FT. Boah, du bist aber näher, Mann, du. Oh, da steht ja schon alles, mein Gott. Ja. Wunderbärchen. Ja, und jetzt auch machen sie langsam, ne? Warum? Machen sie nichts kaputt? Ich mache hier doch nichts kaputt, was soll ich hier kaputt machen? Ja, es sind ganz schnell minus XP. Was sind minus XP? Ja, wenn sie was kaputt machen am Hof, oder zu schnell fahren. Hä? Ja, können andere Lied von singen. Pff. Entschuldigung. War nur leicht angetötscht. Mach jetzt hier keine Szene, du Bitch. Entschuldigen Sie bitte, verschwinden Sie vom Hof, wenn Sie mich schon beleidigen. Was ist das denn für eine Beleidigung? Ja, sowas sagt man nicht. Warum? Ja, also, mir soll es egal sein, na, aber Sie wollen ja Geld verdienen mit dem, was Sie hier machen. Also, so wie ich das hier, wie das hier alles hier rumsteht, ist das schon ein bisschen schlampig, oder? Hier, guck mal, da steht hier ein Ding rum, hier steht das rum. Da darf man dann ja wohl mal schon mal sowas sagen, oder? Ja, fahren Sie vom Hof jetzt. Und Sie wollen da anfangen, bevor Ihre Kollegin noch sagt, dass Sie wieder nichts machen würden. Tschüss, Dämon. Tschüss. Zeiten sind vorbei, wo der mich hier kickt, disst. Wo ist denn mein Team-Channel hier? Habe ich gelöscht. Als Maul. Ich liebe den Jungen. Er ist so süß. Er ist so zuckersüß. Die ultimative Challenge kommt. Für Friese kommt noch. Ja, wahrscheinlich. So, wo haben wir denn unsere Sonnenblumen drauf gehabt? Das war doch. Das war doch hier unten irgendwo. Oder vertue ich mich da jetzt? War das die 5? Ne, das Gerste drauf. Wo hatten wir denn unsere Sonnenblumen? War das auf 13? Ja, auf 13 und wo noch? Auf die 13. War das nur auf der 13? Könnte sein, ne? So, meine lieben Freunde, ich wollte ganz kurz was mit euch besprechen. Auch für die YouTuberinos, da bitte auch, gebt einfach da mal Feedback zu. Das würde mich nämlich wirklich sehr interessieren. Also, es heißt immer, ich soll mehr XP, mehr RP mit Cordula machen. Es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu machen, weil wir uns vorher auf was anderes beidseitig geeinigt haben. Und das ist so gerade ein bisschen schwer. Jetzt wird aber natürlich, sagen die Leute, oh, du machst so viel mit dem Chat und bla und soll mehr RP sein. Das Ding ist, ich sehe die Livestreams immer als coole Sache, um mit dem Chat zu interagieren. Ja. Du sag mal, die Quests, die wir aktuell haben. Ja. Ich habe überhaupt kein Schneidwerk, ich bin ja total blöd. Haben wir damit schon irgendwas angefangen? Welche? Die mit dieser Straßenreinigung? Nee, da habe ich noch gar nichts gemacht. Achso, okay, weil mir war irgendwas war mit einem Besen, habe ich in Erinnerung gehabt. Ja, genau, okay. Da wollte ich gerade hinfahren, aber dann war Ende. Ah, okay. Stimmt. Oh, ich sehe übrigens gerade die, die hohe Kammer ist frei, oder? Dann gehen wir da rein, oder? Gehen wir schnell rein. Let's go. Wollte mal gucken, ob jemand hier mit uns sprechen möchte. Ja. Gut, weil dann würde ich nämlich, wenn du dann gleich anfängst zu ernten, weil ich kann dir ja nicht wirklich helfen, wir haben ja keinen Anhänger, wo wir es irgendwie reinladen können, das heißt, ich kann nicht helfen beim Ernten. Ja. Dann würde ich nämlich gucken, dass ich halt schon die erste Hälfte davon mache mit dem Besen. Ach so. Und dann würde ich halt übernehmen zu ernten und du kannst die zweite Hälfte machen, weil wir müssen die gemeinsam machen, die Quest. Ja. Okay, perfekt. So, auf geht die Ernte. Ring, ring. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, die Cordula und der Damon hier.
wir haben mal eine Frage. Wir haben ein paar erntereife Felder, die wir heute ernten würden. Allerdings haben wir noch keine Möglichkeit, das Getreide einzulagern. Und da wollten wir einmal nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, das, ja, ich weiß nicht, entweder irgendwo beim Händler oder bei irgendjemand anderem oder auf dem Hof unseres Hofbesitzers oder so einzulagern, zwischenzulagern. Nein. Warum? Und warum dürfen andere Teams dann ihre Ballen einlagern lassen und die sogar vom Händler abholen lassen und transportieren lassen? Ballen? Ist, was wollen Sie denn ernten? Getreide. Getreide, das ist nicht der Fall. Ballen ist was anderes. Aber warum? Weil das besser ist für manche Aussichten. Wie bitte? Die Silage muss ja gären und dann läuft das alles besser, wenn das da halt weg, wenn das dann eingesammelt wird. Okay. Aber Getreide, wenn Sie Ihr Tablet mal aufmachen, da gibt es nämlich unter Talente. Ja, das wissen wir, dass es da ein Gebäude Silo ist. Und da ein Silo. Okay, aber es ist ja ein bisschen doof, dass andere Teams halt was lagern können und wir dann nicht. Ich meine, am Ende sind es einfach nur Produkte, die gelagert werden. Ja, könnten wir nicht den Unternehmer mit ein paar Euros zustecken und es dort zwischenlagern? Das müssen Sie mit den Unternehmer abmahnen, aber von uns her nein. Weil im Endeffekt... Brauche ich auch nichts mit denen abklären. Nee, weil im Endeffekt, das ist für alle, wenn sie jetzt Silageballen machen, dann ist es kein Thema. Die können sie dann auch zum Unternehmer hinbringen und das mit dem Unternehmer, mit dem Spediteur abklären, aber alles andere nicht. Nur Silageballen dürfen. Okay. Aber wie ist das mit dem Transport? Weil da wurden ja auch die Silageballen abgeholt. Können wir dann auch uns einmal jemanden vom Händler ausleihen, der für uns was transportiert? Das müssen Sie mit den Spediteur absprechen. Das, wie gesagt, das sprechen Sie dann alles einmal mit den Spediteur ab, wegen der Silageballen und so. Alles andere, Getreide und so, nee, das, wie gesagt, das muss alles eben mit den Spediteur. Da haben wir so keine Aktien drin. Das macht ja der Spediteur im Endeffekt, an den verkaufen sie das ja und dann müssen sie das mit denen abmachen. Wie gesagt, Silage, die muss ja reifen und so und kann erst gegoren, also reif verkauft werden. Alle sozusagen, ja, die aber das es ist ja eine Arbeitserleichterung. Also warum baut man da dann nicht einfach ein Lager für auf den jeweiligen Höfen? Vielleicht. Das ist ja ein Vorteil, dass die Ballen halt dann für andere Teams transportiert werden und die Arbeit damit nicht mehr haben. Wenn sie die aber verkaufen, ja direkt, ist es im Endeffekt ja verkauft und die liegen dann halt bei den Unternehmer. Ja, aber sie müssen es ja nicht zum Verkauf bringen, weil es wurde ja abgeholt. Dann haben die das mit den Unternehmer abgemacht, dass der die Ballen abholt. Okay. Dann müssen sie da einmal mit den Spediteur drüber sprechen. Gut, alles klar. Bitte. Danke, tschüss. Tschüss. Ich verliere die ganze Zeit meinen Rufchat da. Böse Mike, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Alles klar, Mann? LW0815, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Tino hat mich für das Thema ja an den Pranger gestellt. Hä? Was hat Tino gemacht? Danke, dass Sophie das so anspricht. Verkauft wurde das erst, nachdem sie reif waren. Tino hat mich für das Thema ja an den Pranger gestellt. Was hat er? Wie meinst du das? Erklär mir mal eben. Damon? Ja. Oh, du klingst deprimiert. Ich keine Ahnung. Ich. Ja, ja, ich verstehe es. Ich bin es auch. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt aber den Spediteur einmal fragen, ob er dann... Also ich meine, ich bin mir relativ sicher, was wir für eine Antwort kriegen, aber dass wir ihn halt fragen, ob er das Getreide dann von dir abholt, weil wir wollen es ja... Ja. Also zumindest so die Sonnenblumen, die wollen wir ja dann auch verkaufen einfach, weißt du?
Wäre ja nur gerecht, wenn die von uns auch abgeholt werden würden. Finde ich auch so, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen sollte, wenn der Drescher voll ist. Dann, ja. Ja, na, wir kriegen durch die aktuelle Quest kriegen wir einen Anhänger. Also wir könnten den ein bisschen zweckentfremden und dafür nutzen so. Das würde gerade ganz gut passen, aber ja. Eigentlich wäre es ja nur gerecht, wenn von anderen Teams das auch abgeholt wird. Ja, finde ich schon. Okay, dann müssen wir mal warten, bis da... Oder? Warte mal, können wir da rein? Doch, da können wir rein, oder? Zum Spediteur? Ja, klar, können wir. Dies, nimmst du mich mit? Ja. Nee. Ring, ring. Krause? Ja, hallo, Cordula und Damon hier. Mhm. Wir haben mal eine Frage. Wir wollen gleich mehrere Felder von uns ernten. Und uns ist zu eher Ohren gekommen, dass, beziehungsweise wir haben die Auskunft von der Hohen Kammer bekommen, dass bei anderen Teams Produkte vom Spediteur abgeholt wurden, sozusagen. Nee, und haben wir nicht gemacht. Silageballen haben sie nicht abgeholt? Nein, haben sie nicht abgeholt. Okay. Die sind bei mir in der Lagerhalle drin. Und da haben sie die hingebracht, oder? Ne, die Spicy Chickens haben mit der Hand der Glühwein-Ballenpresse, der mobilen, das Zeug hier runtergefahren, haben sich hier in der Halle gepresst und hier eingelagert. Ah, okay. Ja gut, dann hat sich die Frage erledigt. Jo. Wir haben sie direkt zu mir gebracht, die Balle, und wurden bei mir eingelagert zum Reifen, also zum Silieren. Okay. Gut, alles klar. Ich habe trotzdem noch eine kleine Frage. Mhm. Hätten Sie vielleicht einen Anhänger oder so für uns, den man sich kurzfristig ausleihen könnte zum Abtanken und Wegbringen unserer Sachen und so? Nee, haben wir nicht. Dann müssten Sie mal den Hof, Besitzer fragen. Hä? Was hätte der hier? Ja, warte. Oh. Shunting-Anhänger. Tut mir leid. Ja, okay. Ja, alles gut. Gut, alles klar. Danke. Okay, bitte. Ja, lass uns den von der Quest dann nehmen. Ja, ja. Weil, also unser Hochbesitzer, das wurde ja schon damals gesagt, der darf uns keine Geräte mehr geben. Ja. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, danach zu fragen. Ich organisiere irgendwas. Ich werde mir was einfallen lassen. Ja, na, wir kriegen ja einen am Händler. Ja. Ist ja Teil der Quest. Ja. Ich meine, du könntest halt direkt mit dem Drescher zum Verkaufspunkt fahren. Ja. Gucken, was da in der Nähe ist so, aber wenn wir die vom Auftrag kriegen, geht das ja auch. Ja, hast du vollkommen recht, die Idee hatte ich auch schon, aber ich dachte, du musst mal mit dem Drescher da hinfahren, abtragen, wieder zurückfahren, das hält auch nur wieder auf, aber ja. Na, ich mache hier gerade einmal Gras voll, dann würde ich das zum Kuhstall bringen, das Wenden zu Gras und so. Und dann mache ich mich an die Quest, an die aktuelle. Und dann kriegen wir ja einen Anhänger und dann rufe ich nochmal an und dann können wir ja mal schauen, ob es zeitlich passt, dass ich dich dann abladen kann damit einfach, oder? Ja. Okay. Ja, gut. So machen wir das, ja. Dann machen wir das so. Jo. So, jetzt hatten wir gerade ein bisschen RP. Nochmal eben zurück zu meiner Anforderungsfrage. Ja, und da wurde sich halt... Ja, was heißt beschwert jetzt nicht? Also, das will ich jetzt nicht sagen. Es wurde freundlich gefragt, ob es nicht möglich wäre, mehr RP zu machen. Das Ding ist, ich kann das nachvollziehen, die Frage oder die Bitte, eher gesagt. Das Ding ist, mache ich RP, dann heißt es, oh, jetzt hast du den ganzen Tag wieder gelabert, du musst gewinnen und bla bla bla. Dann meckern die. Die Leute, das meine ich jetzt auch nicht böse, bitte versteht mich da nicht falsch. Ich tue mich manchmal schwer, mich auszudrücken. Ich meine das nicht böse, in keinster Art und Weise. Aber dann beschweren sich natürlich die Leute, die ganz gerne sehen wollen, dass Freezy gewinnt. Und jetzt sitze ich in so einem Dingen und weiß nicht so recht, ja, was ich machen soll. Soll ich jetzt mehr RP machen? Oder soll ich jetzt hier die ganze Zeit weiter so reinhasseln, sage ich jetzt mal, und mich mit dem Chat unterhalten? So. Und jetzt sitze ich hier gerade so, ja, in welche Richtung gehe ich? Und ich dachte mir dann einfach, weißt du was, Freezy, du machst dir das jetzt einfach ganz leicht und fragst die Community. Und das, was die Community am meisten sagt oder in den Kommentaren steht, sage ich jetzt mal, das machst du. Weil
Ich kann beide Seiten verstehen, bin ich ganz ehrlich. Aber welche Seite mache ich glücklich? Das ist so gerade mein kleines Problemchen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, deswegen. RP und Gewinnen, einfach die Waage halten. Ja, aber das ist ja auch, wenn ich nur so mal auch mal Tino anrufe, hast du da wieder eine ganze Stunde, 10 Minuten mit ihm geredet und bla 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 bla. Es kommt ja auch kein RP zustande, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur 2 Minuten rede. So. Und deswegen, was ist das für ein RP in 2 Minuten? Hi, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. So, weißt du was? Gestern war ich... Ach, ich muss los, 2 Minuten um. Geht, ist ja auch schlecht, ne? Finde es aber fair, es anzusprechen, dass es mir fehlt, weil du ja sonst gar kein Feedback bekommst. Ja, ich finde das auch okay, dass die Leute das da reinschreiben. Es war ja auch alles sachlich, keiner hat beleidigt, gar nichts. Also von daher gehe ich auch gerne darauf ein und dann mache ich mir da auch Gedanken drüber, um das zu ändern. Kommt da aber jemand rein, du Arschloch, mach mal, gehe ich da, das ist mir, da sage ich, tickst du noch ganz sauber, da mache ich gar nichts. Aber diese Kommentare waren sachlich, die waren nicht beleidigend, die waren einfach okay, da kann man nichts gegen sagen. Und dann gehe ich da gerne auch drauf ein. Ganz ehrlich, also geht mal mit mir respektvoll um, gehe ich mit allen anderen auch respektvoll um. Gar kein Ding, ehrlich nicht. Ja, das hatte ich nämlich vor, MGBLN, dass ich da mal eben frage. Ich frage mal Team Seitenstecher. Mal gucken, was die so für unser Reportage haben. Hallo, der Bernd. Ja, moin, der Damon Boyle hier. Servus. Servus, hallo. Hallo, ich habe eine Frage. Okay, eine hast du frei. Ich wollte fragen, ob ihr mir vielleicht einen Anhänger leihen könntet, falls ihr einen habt. Was für ein Anhänger? Wäre mir eigentlich egal. Irgendwas, wo ich Sonnenblumen reinlagern könnte. Ach so, ja, wir haben tatsächlich einen, aber der ist gerade im Einsatz auf der 71. Ach so, ja, nee, dann, um Gottes Willen, kann ich verstehen. Wir sind am Dreschen aktuell, am ja, Dreschen. Ja, wir auch und wir haben keinen Anhänger, aber ja. Ach so, das ist natürlich doof. Ja, ist echt ein bisschen doof gewesen. Nee, alles gut, kann ich verstehen, passt alles super. Okay. Aber trotzdem danke, dass ihr wenigstens ehrlich wart. Bei den anderen wurde wieder ja, nur rumgedrückt. Ja, bitte, du. Nee, also wenn wir frei hätten, würden wir den natürlich gerne geben, aber er ist gerade im Einsatz. Ja, nee, alles gut, dankeschön. Ja, bitte, gerne. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ebenfalls, tschüss. Wiederhören. Tschüss. Hallo. Grüße, Andon. Oh, Weber hier liegt. Glaube ich auch, JCB, ja. Für mich persönlich ist der Schwerpunkt beim Sammeln von Punkten für die Level. Das ist halt das Projekt und finde es gut. Ja, wie gesagt, ich verstehe da irgendwie beide Seiten, bin ich ganz ehrlich. Wir gucken mal, dass wir irgendwie so ausgewogen, irgendwie werden wir da schon mal hinkriegen. Wenn wir da mal eben, ich muss ja keine 10 Minuten quatschen, wenn ich da so 5 Minuten oder was auch immer und dann weiter, ist ja auch okay. Oder? Wir werden da schon eine Einigung finden, da gehe ich mal stark von aus. Wir gucken mal, was die Leute auf YouTube in die Kommentare schreiben und dann schauen wir weiter. Da kriegen wir schon bestimmt was hin. Ich werde das jetzt heute nochmal so weitermachen wie bisher, weil damit bin ich ehrlich jetzt auch am meisten konform und ja, schauen wir mal. Diese Fliege, ich habe hier eine Fliege in meinem Zimmer, die haut nicht ab, ey. Die haut einfach nicht ab. Shiro Schattenwolf, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Arbeit. Du bist halt eher der RPler, dann steh halt dazu. Ja, ich steh auch dazu, also. Mikeken, hallo. So, kleiner Austausch mit den anderen ist doch nett, aber eben schwer einzubinden. Ja, wir kriegen da schon was hin, Chat. Wir kriegen ja schon was hin. Muss ich denn jetzt jedes Mal beim Spediteur anrufen?
bearbeitest du denn, dass du so viel mit Mücken zu tun hast? Irgendwie am See oder so? Scheint ja alles in Drescher zu passen. Meinst du? Es sind nur 7%. Ich weiß nicht, ob wir das Feld da reinbekommen. Aber wir können ja gucken. Obwohl, das könnte... Ja, ich glaube, da bleibt ein Zipfel stehen. Ein Zipfel wird da stehen bleiben. Es wird mehr als ein Zipfel stehen bleiben. Disco Prime, danke für deinen Resub im 11. Monat. Shiro Schattenwolf, danke für deine 5 Subs an die Community. Geisy, danke für deinen Resub im 42. Monat. Linksen, danke für deinen Resub im 13. Monat. Sehr, sehr lieb von euch. Dankeschön, ihr Ehrenmänner. Ja, da wird mehr stehen bleiben als ein Zipfel. So, jetzt sind wir voll. Ich würde das Schneidwerk hier liegen lassen. Einfach... weil es dann schneller geht. So, jetzt muss ich den Spediteur anrufen. Ah, der ist da, Spediteur 2. Shiro, danke für deine weiteren 5 Subs an die Community, du Ehrenmann. Danke für deinen Support und deine Unterstützung. Da, Linger Hans von der Spedition, da, hallo. Ja, moin, Damien Beule hier, servus. Hi, Damien. Ich wollte Sonnenblumen verkaufen kommen. Ja, sehr gerne, nehmen wir. Ich habe, da kommt noch mehr, ich habe aber leider keinen Anhänger und muss jetzt immer zu dir fahren, wenn mein Drescher voll ist. Ich habe jetzt gerade in der ersten Ladung 12.500 Liter Sonnenblumen. Okay, willst du das getrennt, also jedes Mal bei der Lieferung machen oder wollen wir das? Ich würde es vielleicht machen, oder das, was dir am einfachsten ist, würde ich sagen. Wenn du nachher. Ganz egal. Wir können es auch gerne jede Lieferung machen. Ja, mir ist egal, ganz ehrlich. Wenn du jetzt sagst, ey, sag mir nachher die Endsumme, das passt mir lieber, dann machen wir das so, dann schreibe ich mir das auf. Oder wenn du sagst, nee, komm, wir machen alles einzeln, machen wir alles einzeln. So wie es ohne Probleme für dich am besten läuft. Dann machen wir es jetzt einzeln, also ja, dass ich die erste Lieferung einzeln mache und dann ja, alles. Du gehst jetzt nicht scheinbar ans Telefon. Hallo, hier ist der Wolfgang Acker. Ja, gar keiner abgenommen. Dich. Hau ab hier. Ach, Damion. Boah, nee. Servus. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Ich bin hier gerade mitten in Geschäften. Der Lingner? Nee, antworte da jetzt nicht drauf. Wenn du das machst, komme ich zu dir am Hof. Damion, da würdest du mir nur eine Sekunde geben. Nee. Ich will nur eine. Geh weg. Ein was sagen, ein Satz. Ich habe, Herr Lingner, ich habe alle Produkte abgegeben. Sie können die ganzen Quests abschließen bei uns. Okay, ja passt, dann machen wir das. Aber zuerst mache ich gerade noch den Herrn Beule fertig. Damion, danke dir. Ja, bitte. Okay. Danke, du bist so nett, ey. Mhm. Ich werde mich mit Sicherheit irgendwann mal revanchieren. Du bist wie Herpes, Alter, und jetzt tisch ab. Oh, was? Herpes ist nichts Schönes, Damion. Macht mich jetzt ein bisschen traurig. Ja, mich auch. Warum bist du denn so? Weil ich jetzt hier dran bin. Ja. Ich war erster hier als du. Du war erster hier als ich. Ja. Na gut, dann du jetzt weiter. Geh weg. Ich gehe. Ja. Du jetzt weiter. Ja, danke. Alles klar, ich gesprochen habe. Ja. Und jetzt gehe wieder ich. Alles klar. Gut. Gut. Ich fühle mich diskriminiert. Damion? Ja. Hörst du es erstellt? Du bist ja noch ein bisschen jünger wie ich, ne? Ja. Kannst du mal bitte aufhören? Also kannst du mal bitte. Also mir ist das ein bisschen unangenehm, aber kannst du mal bitte deine Mutter sagen, die soll mir nicht ständig schreiben? Ich weiß, ich bin ihr Typ, aber nee. Irgendwann geht das mir zu weit, Damion. Ja, okay, kann ich verstehen. Gut, tschüss. Ja, ciao. Was ist dieser Sack? Ja, wo soll ich das denn überhaupt hinkippen?
Wie verbleiben wir denn jetzt so? Also ich habe die erste Lieferung, ich war jetzt da schon im Auftragsmenü drin, die habe ich schon erstellt. Also ja. Die Quest ist bei Ihnen schon aktiv. Ja. Und für alle weiteren würde ich sagen, machen wir das gesammelt, oder? Ist für beide einfacher. Ja, dann machen wir das gesammelt, gar kein Problem. Ja. Wo muss ich das denn hinkippen? Moment, Sonnenblumen. Entweder ganz im Süden alles verkaufen, Bioläden, Kindergarten, Knöpfle, Landhandel, wie es Ihnen am Ach, das ist passt. Egal, wo ich es verkaufe. Achso, das ist egal, ja, genau. Wo es am nächsten ist für ihn. Ja, das ist doch, das ist doch super. Genau. Gut, dann bedanke ich mich. Ja, sehr gerne. Die Quest annehmen noch und dann kann ich sie abschließen. Welche Quest? Achso, ich dachte, wir machen gesammelt. Ja, aber das ist erste habe ich ja schon eingegeben gehabt, mehr oder weniger. Also alle weiteren machen wir dann. Verstehe, einen Moment. Yes. Browser, interagieren, Quests. Welche ist das? Wir brauchen Zucker, Sonnenblumen da. Sonnenblumen, genau. Jo, hab ich. Okay, und abgeschlossen. Passt, dann haben wir das und dann den restlichen Liter machen wir gesammelt. Alles klar. Jo, perfekt. Dann vielen lieben Dank. Sehr gerne. Jo, tschüss. Mal. Tschüss. So, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Wir verabschieden uns. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt es in die Kommentare, meine lieben Freunde. Schreibt einen netten Kommentar. Geht auf die Sachen, die ich euch gefragt habe, ein. Seht es so, ihr könnt mitentscheiden. Ihr könnt hier mitdingsen. Das könnt ihr, ich habe das mittlerweile mal ein bisschen verfolgt bei den anderen YouTubern. Das machen viele YouTuber nicht, die ihre Zuschauer mit einbinden. Ich mach das, nehmt es an und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.